Servus und damit recht herzlich willkommen zurück zu Stranded Deep. Wir speichern und wir schlafen. Und dann geht's nächsten Morgen weiter, weil wir müssen so wieder auf Erkundungstour. Dies bedeuten tun wir aber erst natürlich, wenn wir unser Gegengift haben. Eingenommen. Die Pipi-Pflanze ist noch nicht so weit. Wir verknusen erstmal hier. Wie viel haben wir jetzt? Ist das, war es nämlich plus 2 jetzt? So. Das. Siehste, wir haben ja einen Mangobaum hier. An dem keine Mango wächst. Ist auch so generell so ein Ding, oder? Dass dann nicht mehr eine Weile auf einer Insel bist, dass dann nicht mehr passiert oder so. Kann das sein? So. So. Abbauen ist so ein Ding, ne? Ja, es ist schön größer, aber es braucht noch ein wenig. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie die ganze Bude von unten aussieht. Ja, dadurch, dass da halt alles offen ist, ne, sieht es halt auch schwachsinnig aus. Wäre so besser gekommen, wenn du unten was gebaut hättest. Ja gut, ich sag mal so, durch die Distanz sieht das halt auch. Hä? Was ist denn das? Echt? Junge. Also, bitte. Es ist ja gruselig, Mann. Ich meine, das Spiel ist echt geil, aber das Bauzeug müssen sie echt überarbeiten. Das ist nicht so schick. Ich hoffe, da wird mal was gemacht. Ja, dieses Jahr gab es erst ein Update. Das ist jetzt, es ist im Arbeit, ne? Aber, Halleluja, Bro. Zumindest haben wir erstmal ein kleines Unterstellplätze. Das bedeutet erstmal, insofern haben wir genug Platz wäre dann oben auch. Die anderen zwei Kisten müssen wir auch noch holen. Und dann können wir eigentlich schon auf Exkursion gehen später, wenn das hier dann mal fertig ist. So. Hier haben wir auch noch ein bisschen Blech da. Das könnte man auch noch verwenden, um dort weiter zu bauen. Seinen eigenen Busch gezüchtet hier. Mensch, das krabbelt aber jetzt im Hals. Was soll das? Hatten wir irgendwo einen Steinlager schon angelegt? Yep. Schön. Haben wir auch schon einen Seillager angelegt? Hatten wir nicht. Gut, dann. Oder nee, brauchen wir Klobe noch, ne? Brauchen wir nicht, wir brauchen das zweimal Well. Blech. Jetzt haben wir natürlich den Hammer gebaut. Was sehr, sehr, sehr gut war. Oh, guck mal, hier hätten wir noch 6 Dingers gehabt. Fakt ist, wir brauchen es gar nicht. So. Tun wir es hier rein.
Was kann man nicht bauen, ne? Egal. So, wie viel von dem Zeug haben wir? Ah! Siehst du, haben wir sogar noch einen Hammer. 100%. Wir haben jetzt 1, 2, 3. Wow. Bro, das ist nicht viel. Hätte man vielleicht das hinsetzen sollen. Das können wir auch generell mitnehmen hier. Ah, guck mal da. Halmblätter haben wir auch noch da. Hätten wir mal lieber die Seitenpaneele ausgebaut. So. So, dann nehmen wir das wieder mit. Die können wir dort unterbringen. So, die Pistole. Nee. Ja, ich weiß. Die Vergiftung kostet auch ziemlich viel Wasser und die Pipi-Pflanze ist fertig. Nicer Dicer. Dann holen wir uns jetzt hier die Trinkflasche, dann hier drauf. So, da. Und dann gönnen wir uns den Mist einfach mal. Nee. So. Ach nee, so. Wunderbar. Dann. So, das ist wieder voll. Gegen 100 brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich will ja eigentlich dann den Mittelsteg hier freilassen und dann hier auf den Blechen dann immer die Container draufsetzen. Damit du dann freien Platz hast. Jetzt auf der Mittelseite zu launchen. So, dann bereiten wir unseren Abflug mal vor. Ich würde sagen, was braucht man jetzt eigentlich für die Handwerk? Werkzeuggürtel. Haben wir uns die schon gecraftet? Nee, ne? Werkzeug, Gürtel. Werk. Neue Tasten, Kürzel, Plätze freigeschalten. Ah, alles klar. Wie belege ich die jetzt? Wie belege ich die jetzt? Oh, ne, das wollen wir nicht. Hä? Das traf ich jetzt nicht ganz, aber okay.
Musst du vielleicht hier. So? Nee. So hier? Ich habe keine Ahnung. Naja. Was haben wir da eigentlich? Hier war das, ne? Das hier. Ja, da brauchen wir eine verbesserte Axt. Die verbesserte Axt brauchen wir wieder. Lederstreifen. Wobei. Wobei ich jetzt Lederstreifen. Aha. Holzcontainer kannst du auch selber bauen. Schön. Oh. Reihe frei. Meine Frage wäre trotzdem noch in wie vor. Alles gedrückt halten. Aha. Da wird ein Schuh draus. Okay. Aber du wirst sie dann nicht los, ne? Wenn du die jetzt ablegst, sind die wieder raus. Ich dachte, vielleicht kannst du den dann länger behalten oder so. So, C. Jetzt brauchst du Leder. Jetzt brauchst du Lederstreifen. Zwei Stück. Ja, abkühlen, das wird sowieso gerade dunkel. Wie baut man Lederstreifen? Kann man das immer sagen? Bett, okay, Bettrolle sozusagen, gewellter Tisch. Wahrscheinlich war sie hier, ne? Hier abgestellt. Hier Stickies. Vier Stickies, wir haben doch Stickies, na da. 1, 2, 3, 4. So, das brauchen wir noch. Das brauchen wir noch. Immer das. Immer das. Ich frage mich, ob man die auch wegrochen kann, um Stickies zu kriegen und dann immer weiter höher Westwischmann. Dann wachsen die vielleicht wieder nach. Dann haben wir auch noch Sticky. So. Wir machen heute mal eine Vorbereitungsrunde für den nächsten Ausflug. Doch hier im Schatten. Ich weiß nicht, was er jetzt für mir will. Haben wir zwei Stickies noch, die sind runtergefallen, die haben wir gesucht. So, die nehmen wir natürlich alle mit. Yucca können wir auch anbauen, ne? Die es nicht wussten, das hier ist der Yucca-Seed. Den kannst du dann abbauen und dann kannst du dir eine Yucca züchten. Wir haben aber drei Yucca-Seeds. Drei Yuccas. Hier oben liegt noch eine Yucca. So. Nehmen wir alle mit. Die nehmen wir alle mit. Nehmen wir alle mit. So.
Hier haben wir auch noch einen. Nein! Ja, noch steht er. Das ist halt. Ich hätte es. Ich weiß nicht, warum man das machen muss. Und dann kommt wieder ein neues Update und dann kannst du wieder reinbauen. Und dann denke ich mir so: Ach, leck mal da am Puppes, ey. Weißt du, das ist unfair. So, da haben wir noch mehr. Können wir auch gleich was auflegen? Also, an Yuka Seeds fehlt es uns nicht. Yuka Seeds an Blättern von der Pflanze. Pflanzlichen Pflanzenfasern. Es gibt auch fleischliche Pflanzenfasern, ja. Weil der Veganismus geht um Fleischismus, ne? Fleischismus. Da wird alles, was vegan erstellt ist, also Karotten. Und so wird halt aus Fleisch nachgebildet. Für die, die halt nur Fleisch essen können und halt nur Gemüse essen wollen, da machst du dann schon schön ein Kohlrabi. So schön Kohlrabi zusammenkneten und dann kannst du so einen kleinen Fleisch-Kohlrabi reinpfeifen. Schmeckt auch tatsächlich nach Kohlrabi. Also man schmeckt da keine Spur Fleisch, das ist wirklich richtig wie Kohlrabi. Habe ich schon probiert. Nennt sich Mad Eagle. Was? Nein. Sowas gibt's nicht. So, oder? Wir könnten ja gleich was nachlegen hier. Davon werde ich so ein bisschen mehr herstellen, dass da. So, dann würde ich sagen, die 24 Stück, die. Obwohl eigentlich. Englisch, ja. Ich werde hier ein Loch anlegen. Wir brauchen zwei Seile, ne? Dann machen wir erstmal hier noch ein Seil. Und den Rest, den. Den Rest hauen wir hier drauf. So. Und dann können wir nämlich das Gerbgestell bauen. Wir brauchen vier Seile. Nee. Können wir das gleich so bauen? Ja, wir können es gleich so bauen. Sehr geil. So, dann können wir jetzt arbeitet. Ja, Gestell bauen. Nee, brauchen wir auch nicht. Jetzt können wir es. Ja, nee, können wir auch nicht. Transportmittel, Farming, bitte. Handwerk. Das hier. Ich würde das tatsächlich oben bauen. In unseres Häusli rein. Das wird dort schön Platz. Das wird dort oben anfangen, unser Zeug zu balancieren. Auch wenn das vielleicht unten durchstecken möge. Soll uns ja nicht. Brauche ich jetzt ein Messer, wa? Die nächste Nacht bricht an. Ich würde sagen, wir sehen uns dann auch einfach in der nächsten Folge. Ja, danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Und ich sage, wie immer, ciao. Mit V. Tüdelü.